Eberbach am Neckar war kürzlich der Schauplatz einer Geschichte, die nicht ohne Wirkung und aufschlussreiche Folgen geblieben ist. Kinder, das muss der Bürgermeister erzählen, das ist eine tolle Sache. Ich bin froh, dass ich nicht gewesen bin. Hör doch auf! Redet doch nicht so viel, wir werden ja alles erleben. Ach, weg zum Schief gehen! Du bist ja nicht meine! Tschüss! Heiko, kommst du nicht baden? Nein! Kommt nicht in Frage, ich bin doch Bürgermeister! Drei Tage schulfrei! Nun, es sind doch keine Feiertage! Bitte nicht, bitte nicht gleich tätlich werden! Ich bin jetzt Bürgermeister von Eberbach! Das wohl Sonnenstich! Sag mal, bist du übergeschnappt? Ob ihr es glaubt oder nicht, einstimmig gewählt. Morgen früh um 9 geht's los. Das ist doch blanker Unsinn. Sag das ja nicht laut. Es ist kein Unsinn. Das ist praktische Gemeinschaftskunde. Wisst ihr eigentlich, wie viel Geld im letzten Jahr durch die Stadtkasse von Eberbach gelaufen ist? Nein. Moment mal. 3.765.485 Mark und 72 Pfennig. Aber was soll denn das heißen? Du bist Bürgermeister. Furchtbar einfach. Heute früh ist der Bürgermeister zu uns in die Schule gekommen, der Richtige natürlich, und hat uns einen Vortrag gehalten. Demokratie fängt ganz unten an, in der Gemeindestube. Wenn also brauchbare Staatsbürger aus euch werden sollen, müsst ihr erstmal einen Begriff bekommen, wie eine Stadtverwaltung überhaupt arbeitet. Seht euch einmal dieses Bild hier an, was ist das? Ein Baum! Richtig, und ein lebendiges Wesen wie ein Baum ist auf die Stadt. Hier seht ihr die einzelnen Äste, Handel, Industrie, Gewerbe und so weiter. Was bedeuten die Blätter? Die Einwohner. Die Bürgerschaft, richtig. Wenn der Stadtbaum gedeihen soll, muss er mit allem Notwendigen versorgt werden. Womit zum Beispiel? Wasser, Gas, elektrischer Strom. Aber was braucht das Stadtwesen noch, um leben zu können? Geld. Richtig. Bravo. Also was ist dein Vater? Kassierer bei der Stadt. Und dann hat er uns von den Einnahmen der Stadt erzählt. Grundbesitz, Waldungen, die etwas Geld einbringen und dann die Steuern. Also hört bloß auf mit den Steuern, ne? Das ist sehr interessant. Ja, ja, du brauchst ja nicht zu bezahlen, ne? Dass ein alter Mann wie ich mit 60 Mal Fürsorge auskommen muss, davon haben wir nichts gesagt. Doch, natürlich. Hier sehen wir einen besonders langen und dünnen Ast. Das sind unsere Alten und Kranken und die Flüchtlinge, die noch keine Wohnung und keinen Erwerb gefunden haben. Dieser Ast muss natürlich unterstützt werden, damit er nicht herunterbricht. Wie heißt die Stütze? Fürsorge! Soforthilfe! Wohnungsbau! Gut. Aber unser Baum hat auch Feinde. Wovon wird er täglich und stündlich bedroht? Feuergefahr! Ja, und wovon noch? Da hatte noch keiner von euch Äpfel aus dem Nachbarsgarten gemaust? Oh. Also, einen richtigen Zaun brauchen wir um den Baum. Polizei! Also, wir brauchen eine Polizei und eine Feuerwehr. Damit ihr das alle einmal gründlich kennenlernt, habe ich mir mit eurem Herrn Direktor zusammen etwas ausgedacht. Ihr habt 3 Tage schulfrei. Juhu! Ja, stattdessen werdet ihr diese 3 Tage die Stadtverwaltung selber führen. Wer will Bürgermeister sein? Keiner? Das ehrt mich sehr. Und wer will zur Polizei? Ja! Alle? So beliebt ist die Polizei. Und dann haben sie eine richtige Wahl gemacht. Und ich wurde Bürgermeister. Jetzt ist erstmal Herr Bürgermeister, sonst wird alles kalt. Was das für neumodische Sachen sind. Zu unserer Zeit hieß es einfach Befehl von der Obrigkeit und Schluss. Heute machen sie ein Kinderspiel daraus.
Da braucht man sich ja gar nicht wundern. Ist das wahr? Der Kurt ist Bürgermeister geworden? Hast du ja gehört, Mutter Dietemann? Na, so was. Der Vorsteinlauf, bitte. Oh, wie? Naja, das lassen wir erst mal bis später. Aber jetzt, bitte. Jetzt sieh dir mal das hier an. Der Haushaltsplan. Das ist die Bibel des Bürgermeisters. Da kann einem ja schwindelig werden. Das müssen wir doch auf den Pfennig stellen. Darauf ist man unser Rechnungsamt immer mächtig stolz. Eines musst du dir als Bürgermeister merken. Am Anfang dieser Zahlenbibel steht das Wort: keine Ausgabe ohne Deckung. Sie hätten mich doch lieber als Schutzmann einteilen sollen. Aber für diese Zeit war ein Klassenkamerad von Kurspolitik. Warum steht denn hier ein Stoppschild und bei den anderen Gassen nicht? Weil das hier eine unübersichtliche Kreuzung ist. Da braucht bloß einer nicht haarscharf aufzupassen und schon ist das Unglück geschehen. Aha. Der neue Doktor vom Krankenhaus. Er weiß, wie er zu fahren hat. Ja, ja. Na, sieh dir mal den da an. Haben Sie, dem verpasse ich einen. Hast du das Stoppschild nicht gesehen, du Idiot? Wir trinken kalten Kaffee, ja. Das werden wir sehen. Da, sieh schon, da. Was fällt euch denn ein, ihr Lausebengel? Jetzt machst du eine Stunde lang Dienst, damit du lernst, was eine Stoppstraße ist. Und du siehst zur Strafe eine Stunde lang zu. Gleich prügeln. Wo gibt's denn sowas? Entschuldigen Sie, Mann, wie komme ich wieder zum Rathaus? Wenn Sie mit mir gehen wollen, ich habe denselben Weg. Herr Frank, ich sage Sie. Vielen Dank. Ein hübsches altes Nest, dieses Eberbach. Wie viele Einwohner hat es denn? 11.500 ungefähr, wenn man die Schifferfamilien mitzählt. Viele haben nämlich hier ihre Wohnung, sind aber fast das ganze Jahr auf Fahrt. Auf dem Neckar und auf dem Rhein. Von Holland bis zur Schweiz. Das klingt ja ganz international. Ja, wir sind ein altes Städtchen, aber deshalb sind wir nicht von gestern. Unser Rathaus. Überall sehen Sie den Eber, unser Wappentier. Das alte Stadtsiegel, auch mit dem Eber drauf. Bleibt ihr denn? Es ist gleich 9. Wir kommen ja schon. Was macht die junge Leute denn früh morgens im Rathaus? Ist hier auch Schule? Das werden Sie gleich sehen. Darf ich bitten? Wer hat denn den Blödsinn gemacht, wenn ich die Registratur? Also gut, ich rufe gleich dort an. Morgen. Morgen, ein Augenblick bitte. Freue ich noch dran. Den Chef bitte. Franz, hier ist Ente. Warum schickst du denn den Vertrag mit der Tierdestination Stuttgart nochmal rüber? Das ist doch gestern schon erledigt worden. Das sage ich ja, der Umtausch Rothair gegen Straßenteer. Na also, pass doch auf, du Schafkopf. Sie wünschen, mein Herr? Ich hätte gerne mit Herrn Bürgermeister gesprochen. Sprechkünstlich im eigentlichen zu sehen. Aber da Sie anscheinend von Alkohol sind. Kurz, ein Herr von außerhalb. Bitte, mein Herr. Womit kann ich Ihnen? Na was denn? Sie sind doch nicht der Bürgermeister. Doch, mein Herr. Vorgestern, gestern und heute auch noch. So, ja, ich wollte nämlich meinen Freund, den wirklichen Bürgermeister, besuchen. Verstanden Sie? Von jetzt an wird Eberbach 3 Tage im Jahr von der Jugend regiert. Wie seid ihr bloß auf diese verrückte Idee gekommen? Was ist das verrückt? Ich finde, man muss alles tun, dass sich die jungen Leute frei und selbstständig in den öffentlichen Angelegenheiten bewegen lernen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel erzählen. Ich war neulich in Stuttgart und war auf die Straßenbahn. Und wie ich an der Haltestelle stehe, bemerke ich plötzlich, wie ein kleiner Junge, so ungefähr 8 Jahren, ganz verstört, vor sich hinweinend an der Haltestelle vorbeikommt. Armer kleiner Kerl, denke ich, was mag ihm zugestoßen sein? Ich warte weiter auf meine Straßenbahn und, was soll ich dir sagen, auf einmal biegt doch der Kleine wieder um dieselbe Ecke. Ich war einigermaßen erstaunt, wie du dir denken kannst. Und noch erstaunter war ich, als der kleine Kerl ein drittes und viertes Mal erschien, heulend. Da schließlich sprach ich ihn an und fragte ihn, was denn los sei. Na, was hast du denn? Da hat mich verhauen und da bin ich von zu Hause weggelaufen. Und wo geht's jetzt hin? Nach Amerika.
Da habe ich einen Onkel. Ah, und warum läufst du hier immer um diesen Häuserblock herum? Vater hat mir doch verboten, über die Straße zu laufen. Ja, da hast du den kleinen deutschen Wehrleistungsweg. Weglaufen will er gleich bis Amerika. Aber über die nächste Straße traut er sich nicht, weil der Vater verboten hat. Kommt dir das nicht sehr bekannt vor? Dieser Kindsrespekt vor dem Vaterstaat, der Oberste? Also, das kann man doch nicht verallgemeinern. Das ist ja gerade der sture Untertanengeist, vor dem wir unsere Jugend bewahren müssen. Aber Kinder in so verantwortlichen Ämtern, die machen doch sicher lauter Blödsinn. Weniger als du glaubst. Heute am dritten Tag, da geht es schon wie geschmiert. Am Anfang haben sie das Ganze natürlich als einen riesen Jux angesehen. Ein anderer Schüler war dem Werkmeister unserer Gasanstalt zugeteilt. Sie sieht ja toll aus. Die ganze Anlage ist abrufrei. Ein Glied, das sich noch eines Maße funktioniert. Also wenn ich dir wirklich etwas zu sagen hätte, dann würde ich erstmal dafür sorgen, dass das Gaswerk keine Mittagspause macht. Nein. Jawohl, meine Mutter sagt, es wäre eine Schweinerei. Immer um die Mittagszeit, gerade wenn das Essen auf der Flamme steht, ist das Gaswerk. Das sagt nicht nur deine Mutter. Was glaubst du, was ich mir zwischen 11 und 1 Uhr am Telefon alles anhören muss? Das liegt aber nicht an unserer Faulheit. Beinahe 75 Jahre alt. Alle Achtung. Seit dem letzten Kriege haben wir noch ein Viertel Einwohner mehr. Und alle gucken gleichzeitig um die Mittagszeit. Da kommen wir mit dem Gasdruck einfach nicht mehr mit. Muss eben ein neues Gaswerk her. Ja, freilich. Das kostet allerlei Geld. Mit Schimpfen allein schafft man es nicht. Es gibt zu viele Dinge, die noch wichtiger sind. Das sieht aus wie Papierkrieg. Aber daneben tobt der Krieg um Material, Geld, Maschinen und Arbeitsplätze. So viel haben wir schon gebaut. Aber so viel müssen wir noch bauen, wenn alle Menschen untergebracht werden sollen, die noch immer in Baracken wohnen. Flüchtlinge, ausgebombte oder heimgekehrte Kriegsgefangene, die geheiratet haben. Eine ganze Reihe von Neubauten hat die Stadt schon aus eigenen Mitteln errichtet. Aber das alles ist nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. Hier entsteht eine Siedlung, wo die zukünftigen Bewohner selbst mitarbeiten, um Geld zu sparen und damit es schneller geht. Früh morgens, vor der Bürozeit, in der Mittagspause oder nach Feierabend. In jeder freien Minute kommen die Leute zu ihrem Bau und helfen mit. Und alle haben nur den einen Wunsch, noch vor dem Winter fertig zu werden. Da drüben feiern sie schon das Richtfest. Sie wollten eben lieber mit anpacken als zuhören. Ah, auch auf dem Fürsorgeamt hat gleich am ersten Tag einen Kaffee gegeben. Eine Frau kam in die Sprechstunde und wollte eine Sonderhilfe, auf die sie nach dem Gesetz keinen Anspruch hatte. Die Primanerin schickte sie nach Hause und ging zum Dienststellenleiter. 5 Kinder hat die Frau und außerdem ist sie krank und halb verrückt vor Elend. Ich kenne den Fall. Die Frau lügt doch nicht. Alle Unterlagen stimmen. Es ist eben einer von den traurigen Fällen, die im Gesetz nicht vorgesehen sind. Dieses Gesetz falsch muss geändert werden. Das können wir nicht, liebes Fräulein. Wir müssen uns an die Paragraphen halten, ob wir wollen oder nicht. Das ist doch scheußlich, dass Kinder leiden sollen, bloß weil es dumme Paragraphen gibt. Bitte machen Sie eine Ausnahme. Aber das darf ich nicht. Sonst tue ich allen Unrecht, die in ähnlicher Lage sind. Dann ist doch alles Quatsch und ich habe hier nichts mehr zu suchen. Ich habe also die Nase voll davon, bei euch Demokratie zu studieren. Am Abend brachte sie der Frau ein Paket Kinderwäsche und 30 Mark. Dann hat sie die Stube sauber gemacht und die Kinder gewaschen. Heute geht eine gemeine Schwester hin und sagt, ja. Na also, habt ihr gerne es doch erreicht. Also ich wünschte, wir hätten mehr von der Sorte. Übrigens, wenn du heute Abend Zeit und Lust hast, dann schau doch mal in unserer Sitzung da. Ja, was gibt's denn da? Unsere jungen Stadträte berichten über ihre Erfahrungen. Also, ich kann nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe sehr viel gelernt in diesen 3 Tagen. Vor allem, dass jeder, der was zu meckern hat, sich auch mal selber überlegen muss, wie es besser zu machen ist. Und er muss sich raus haben, es zu sagen und nicht immer bloß denken, dazu sind die anderen da. Das ist richtig! Ich bitte ums Wort. Also mir kommt das Ganze vor wie beim Fußball. So darf ein Witz sein. Ob einer Mittelstürmer ist oder links außen, wenn das Zusammenspiel nicht klappt, bringt die Mannschaft keinen Ball ins Tor. So war es. Will noch jemand etwas Sachliches sagen? Bitte. Ich habe festgestellt, dass die Stadt auch 3 Polizeihunde hat.
aber alle haben ziemlich geblöd. Ich möchte beantragen, dass das Stroh in den Hundehütten öfters erneuert wird und dass der Junghund Abka ein neues Halsband bekommt. Wie wenig? Bruder Spiegelmann, besuchen Sie noch mal wieder. Sie wollen wohl zum Herrn Bürgermeister. Ja, ja. Ich lege den Fuß auf der meine Spiegel. Das Stückchen Grab. Ich freue mich, Sie wissen ja, bei der Badeanstalt und Fotos jetzt den Kleinschmidt, der ältester Bürgermeister ist. Der Kurz, da habe ich mir gedacht. Ach so, aber heute ist schon wieder der Herr Nehminger. Was? Den Kurz haben Sie schon wieder abgesetzt? Und der kommt doch nicht mehr dran? Nächstes Jahr. Ja. So. Na, dann komme ich lieber nächstes Jahr.